Eins davon wird mein Schlafzimmer, wahrscheinlich, ja. Wir sollten auch mal anfangen, dich zu überzeugen, beziehungsweise dich wahrscheinlich erstmal zu brechen und dann in unseren Glauben einzugliedern. Bekehren nennt sich das auch, umgangssprachlich. Was hast du denn überhaupt für einen Glauben? Archotechnische Armee, okay. Männliche Überlegenheit und Suprematist. Interessant. Ehepartner des Mannes, 4 oder weniger. Also ihr könnt euch ein richtiges Harem halten. Sehr interessant. Mhm, mhm. Nur mit Ehepartnern streng. Du passt nicht so wirklich bei uns, muss ich gestehen. Wir sind das hier mit dem Sex zum Beispiel relativ locker. Aber ansonsten so im Großen und Ganzen... Ja. Sklaverei akzeptabel ist bei uns auch akzeptabel. Das passt schon, ne? Das mit dem... Hier andere beherrschen und so weiter und männliche Überlegenheit, da müssen wir nochmal drüber reden. Aber naja, das kriegen wir schon hin. Gefällt mir nicht, konvertiere mich, mache ich, keine Sorge. So schnell wie möglich. Ein Schafzimmer finde ich auch gut. hast du sogar geschrieben, ein Schafzimmer. Oh Mann, Entschuldigung, ist schon wieder spät, ne? Ich lese schon wieder das, was ich lesen will. Das mache ich quasi grundsätzlich immer, aber wenn es halt später wird, ganz besonders schlimm. Ich bräuchte mal einen Träger, glaube ich, der den ganzen Tag nur trägt. Oh, das war knapp, Randy. Pass bitte auf. Oh mein Gott. No, Randy, du bist so eine blöde Arschkuh. Ich fass es nicht. Don't do it. Lauf nicht weg. Close the door. Nee, warte mal. Hold the door. Hold door. No. Oh, die Tiere haben, glaube ich, auch nichts mehr zu fressen. Kann das sein? Upsi. Geht's euch gut, Tiere? Habt ihr noch genug zu futtern? Sagt mal. Nicht so wirklich, ne? Ist wirklich ziemlich knapp, sag ich mal. Wir machen erst auf jeden Fall erstmal die Tür zu und dann sperre ich die wieder ein. Möglicherweise müssen wir die Weiden ein bisschen größer machen. So, die Tür wird geschlossen, bitte. Sofort stürmen alle Tiere da raus. Ja, die Schleuse ist gebrochen. Xamalon, grüß dich. Auf meinem Mist ist das nicht gewachsen. Ja. Aber lieb von dir, dass du mir sowas Witziges zutraust. Nee, nee. Würde ich niemals machen, Mr. Pete. Würde ich niemals machen. Du bist doch hier unser, ne? Du bist doch tatsächlich unser Wissensmonopol. Das reicht ja schon. Man muss ja nicht alles wissen und dann dazu auch noch witzig sein. Das ist wie, als wenn man quasi intelligent und schön ist. Das darf ja auch nicht sein, ne? Da hat die Natur da ein bisschen zu hart zugeschlagen. Das wäre dann schon wieder unfair. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass du hässlich bist, ne? Weil ich unterstelle einfach mal, wenn man viel weiß, ist man wahrscheinlich auch relativ intelligent. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich glaube, dass du hässlich bist. Ich sollte aufhören zu reden. Ich komme da sowieso nicht mehr raus. Stimmt natürlich. So, hast du Kälteran erfolgreich gezähmt? Das finde ich super, Jasmin. Heißt, du bist nicht bei dem Versuch draufgegangen, eine Bummelupe zu zähmen. Ausgezeichnet, ne? Jetzt ist die große Frage, wo parken wir die ab? Weil das ist auch tatsächlich ein... Ein Weidentier. Okay, interessant. Ein Herdentier ist das, so rum. Das macht jetzt natürlich die ganze Boom-Lupen-Taktik kaputt, ne? Dass man quasi Boom-Lupen reinzähmt und die dann den Gegnern entgegenlaufen lässt. So, und ich bin witzig. Bin ich jetzt hübsch oder schlau? Oder nichts von beidem, weil ich schon witzig bin. Wir wechseln mal das Thema. Ich glaube, das ist ein bisschen verfänglich. Nicht, dass ich hier gleich durch, ne? So. Guten Abend, Philoin. Grüß dich. Ja, wir sollten mal unseren Tierzaun reparieren, glaube ich. Ansonsten gibt es hier gleich, weiß ich nicht, Aufstand der Schafe. Was bist dann du? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also besonders schlau bin ich nicht. Und ich habe auch bestimmt eine ganze Reihe von Ex-Freundinnen, die bezeugen würden, dass ich auch nicht besonders schön bin. Und
Was hatten wir denn noch? Intellekt. Warte mal, was? Schlau bin ich nicht? Witzig bin ich vielleicht einigermaßen. Ich weiß nicht. Ich tue zumindest so, als ob. Ich glaube, ich an mir ist ein bisschen. Ne? Mein Witzskill ist einigermaßen okay. So. Tatsächlich hast du auch deine Verletzung hier überstanden. Das finde ich klasse. Dafür, dass du keine Medizin bekommen hast, ist das echt gut gelaufen. Ja, unser Vorankommen stagniert mal wieder ein klein wenig, ne? Habe ich so das Gefühl. Wir haben mal wieder zu viel Arbeit für zu wenig Leute. Wir können jetzt aber gleich mal jemanden überreden hier. Und zwar wollte ich ja tatsächlich den Maul auf unsere Seite ziehen. Der ist hier draußen unterwegs. Das heißt, wir schicken mal unseren Bekehrer hier los. Und der soll dann mal bekehren, nämlich den Maul. Das wird wieder dazu führen, dass beide dann schlechte Stimmung danach haben. Aber es geht nicht anders. Eine Stufe aufgestiegen, aber war leider verärgert danach. Na, beide sind jetzt verärgert. Wir konnten Maul nicht bekehren, minus 3. Und Maul hat was bekommen? Zurückgewiesen von Jasmin. Okay, hier geht schon wieder das ganze Angebandel los. Also theoretisch gesehen darf hier jeder mit jedem, ne? Ich werfe das einfach mal so in den Raum. Man muss ja nicht verpartnert sein, um, ihr wisst schon, Knickknack zu machen. Das geht auch tatsächlich ohne. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie Jasmin darüber denkt, aber ihr könntet euch theoretisch gesehen auch einfach, wir haben ja lauter Doppelbetten hier. Könnt euch da theoretisch gesehen auch einfach in ein Bett reinschmeißen. Ich hab da nichts gegen, ne? So. Schlagzeile. Mann stellt Brücke zwischen Intelligenz und Schönheit her. Der Durchsprung nach der Entdeckung der Gravitationswelle und extra großen Telefonwahlscheiben. Genau. Und wir müssen wieder irgendwas annehmen. Das wird auf jeden Fall wieder grausam. So, wie heißt es so schön bei SpongeBob? Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ja, SpongeBob-Zitate gehen immer. Mir ist letztens eine Lupe beim Melken explodiert. Das anschließende Feuer für meine Kolonisten und Höhlenbasis vernichtet. Achso, hat deine Kolonisten und Höhlenbasis vernichtet. Auch interessant. Warum ist die explodiert? Einfach so, weil die gestorben ist, oder was? Milchstau. Ja, weiß ich halt auch nicht, ne? Kann sein, dass sie an Altersschwäche gestorben ist. Oh mein Gott, nein, ich will keine Gefangenen annehmen, bitte nicht. Sam, erwachter Verstand der Fraktion. Was ist denn ein erwachter Verstand? Der Fraktion des Liga, der Liga der Süd-Edom, hat beim Kampf gegen eine gegnerische Fraktion 2 Gefangene gemacht. Ohne eine Möglichkeit, sie aufzubewahren, möchte Sammy, dass du über einen Zeitraum von 15 Tagen auf sie aufpasst, bis ihr Gefängnis bereit für sie ist. Du brauchst 15 Tage, um einen Raum mit 2 Betten zu bauen. Oh mein Gott. Wir bekommen einen legendären Revolver dafür. Holy moly. Also legendäre Waffen, ne? Da sollte man wahrscheinlich nicht Nein sagen. Süd-Edo. Ja, ne, wir kürzen das einfach ein bisschen ein. Die Liga der Süd-Edos. Das Ding wäre auch nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, ne? Ein legendärer Revolver ist halt langfristig nicht so gut, weil wir wollen ja quasi automatische Waffen haben. Aber ich kann mir vorstellen, das Ding tut ordentlich weh. 18, ist solide. Ja, das ist letzten Endes aber nur das Ding. Das können wir uns halt kaufen, das hier nicht. Ne? Ich gebe auf jeden Fall, wir müssen das ja sowieso annehmen. Dementsprechend gebe ich schon mal den Counter, packe ich schon mal eins höher. So nicht. So. Ja, 2 Gefangene. Wo bringen wir die denn überhaupt unter? Wahrscheinlich irgendwo hier oben. Oh Mann, ey. Gefangene. Gefangene. Toll. Das heißt, ich kann ja noch nicht mal irgendwie bekehren oder sowas. Die müssen wir jetzt einfach 15 Tage durchfüttern. Das ist auch noch ewig weit weg. Wir sollten hier unten nochmal einen neuen Knast für die beiden bauen. Dann müssen unsere Leute nicht ganz so weit laufen. Wir müssen das hier sowieso mal ein bisschen aufdröseln. Wir bauen mal hier ein paar neue, weiß ich nicht, provisorische Gefängnisse hin. Ich zeig dir mal den Süd-Edos, wie das geht. So, ne? Fertig. Kommt hier eine Tür rein und da noch eine Tür rein. Und 2 Betten. So vielleicht nicht. Symmetrie ist wichtig. So, Quest annehmen. Ich warte vielleicht nochmal. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich die sofort annehmen muss. Ich warte aber nochmal ganz kurz, bis wir hier zwei neue Knastis, zwei neue Knastzellen errichtet haben. So. Das hier fliegt. Nein. Kolonisten. Kolonisten. So. Nicht in mein Schlafzimmer. Nee, nee. Das ist zu weit weg. Wenn wir die da oben versorgen wollen und durchfüttern wollen, dann dauert das alles viel zu lange. Wir machen das einfach ganz provisorisch hier.
Bitte schlagt euch nicht tot. Es ist gut. Oh mein Gott. Das ist meine Ärztin, Mann. Maul, warum? Ins rechte Bein gebissen. Das war halt echt knapp, ne? Die hat ihm fast das Bein abgebissen. 6 Hitpoints nur noch. Und in die Armprothese hat sie ihm auch reingebissen. Beziehungsweise ihm gebrochen. Hast du klasse gemacht. Vielen Dank dafür. Toll. Jasmin fängt erstmal wieder die ganzen Schafe ein. Die Milch hier draußen vergammelt immer noch. Hier geht einfach alles drunter und drüber. So, Chris, ich habe die mal laminiert und Sicherheitsnadel dran gemacht. Guck im Discord. Ich bin gespannt. Ich finde das auf jeden Fall jetzt schon mal klasse, ohne es gesehen zu haben. Oh, das ist ja mega cool. Na, warte, zeige ich euch direkt nochmal. Das ist ja echt mega cool. Desktop. Na, da sind sie. Also erst nochmal kurz die von Edo. Darf ich die überhaupt schon zeigen? Ja, ne? Ich glaube schon, wir haben die ja eben auch schon mal gezeigt. Und das sind jetzt die, ach, das ist ja echt mega. Total cool. Super. Kann ich mir dann immer anheften? Das sieht auf jeden Fall super aus. Dann, ne, ping ich mir die genau hier an die Brust, wo quasi, das erinnert ja sowieso immer viele an Star Trek. Und dann, weiß ich auch nicht, ziehe ich mir noch einen Red Shirt an. Und das passt ja dann. Oder wahrscheinlich gehe ich dann einfach als Captain Kirk. Das ist auf jeden Fall super cool. Schon mal vielen Dank. Die waren viel easier herzustellen als die von Edo. Ja, ich glaube, mein Logo ist ein bisschen weniger komplex, ne? Aber wirklich ziemlich cool. Sieht dann aus, als wären wir von der Sternenflotte. Genau, Nachtphysik. Darauf wollte ich hinaus. So, Maul müsste vielleicht mal versorgt werden. Das wäre nett. Nicht, dass der gleich eine Blutvergiftung bekommt. Einmal behandeln, bitte. Jetzt haben wir hier überall Kräutermedizin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das möchte. In dem Fall würde das gehen, aber dann stelle ich das gleich bei allen aus. Hier drin, das ist sowieso hoffnungslos. Ist alles verschmutzt und hier ist auch noch dunkel drin und die ist keine gute Ärztin. Das wird eh nicht gut. 64% ist tatsächlich okay. Aber ja, wir stellen das jetzt bei allen anderen aus. Zuweisung. Okay, ich hätte vielleicht noch mal ein bisschen warten sollen, aber passt schon. Super. Wir haben wieder die ganze Karte am Brennen. Das ist natürlich auch ganz besonders toll, aber wir haben hier schon eine Feuerschneise reingebaut mit einer Überdachung. Insofern müsste das eigentlich passen. Das müsste eigentlich passen. Der Rest der Karte brennt halt fröhlich vor sich hin. Da kann ich nichts gegen machen. Oh, wir hatten hier oben noch so einen Samen, ne? Oh shit, wo ist denn der hingekommen? Das hier ist zum Beispiel auch gar nicht gut. Aber ich glaube, der kann nicht brennen. Dieser Baum hier. Wir hatten irgendwo noch so einen fantastischen... Wie heißt denn der hier nochmal? Diese Gaura... Gaural-Lahn-Samen. Natürlich die große Frage, wo das Ding hingekommen ist. Das werde ich niemals wiederfinden. Denn ich glaube, die können sehr wohl brennen. Da ist er. Den muss ich dringend ernten gehen. Ist er schon reif? Ja, ne? Genau. Bereit zur Ernte. Schicke ich direkt gleich mal einen hin. Wahrscheinlich, wenn du aufgewacht bist oder so. Nicht, dass wir den noch verlieren. Das wäre echt schade. Ich habe da zwar noch keinen angepflanzt von, aber müssen wir natürlich trotzdem nicht verlieren. So, du bist vollständig geheilt immerhin schon mal. Das heißt, ab sofort darfst du dann auch auf unsere Seite gezogen werden. Hoffentlich irgendwann. Redete über Kakato, über fette Tiere. Schönes Gespräch auf jeden Fall. Hast du die Hummel da drüben gesehen? Die ist voll fett, ey. Ist ein bisschen politisch inkorrekt, ne? Invisible. Träum weiter. Wir sollten wahrscheinlich auch mal unser Esszimmer ein bisschen ausbauen. Ich musste eigentlich alles ausbauen, ne? Wie gesagt, es stagniert hier alles ein bisschen. Mir fehlt aber hauptsächlich auch Baumaterial. Ich sollte aber wahrscheinlich erstmal den Knast ausbauen. Also die Quest müssen wir sowieso annehmen. Ich habe die auch schon einmal aufgerechnet. Ne, der Counter ist tatsächlich jetzt schon eins weiter, als er sein sollte.
Dementsprechend ist es an der Zeit. Der Maul ist aber auch noch dran. Guten Abend, Sonja. Grüß dich. Als nächstes schlägt der Blitz in meine hölzerne Gefängniswand und ich kann fliehen. Ja, das wäre auch sehr ungünstig, muss ich sagen. Das wäre auch ziemlich ungünstig. Bisher hat uns Randy damit aber verschont. Ich glaube, die kann ich einfach mal vernichten, ne? Die ist sowieso schlecht. Wie sieht denn das hier eigentlich aus mit neuen Hemden und Hosen? Ich habe zweimal Hose, aber ein Hemd fehlt mir immer noch. Das wollte ich auch eigentlich schon lange mal hier rübergebracht haben. Beziehungsweise, die haben sich vermutlich beide neu ausgerüstet, genau. Ne, der noch nicht. Den könnte ich halt theoretisch auch nochmal ausziehen. Dann würde er sich auch neu einkleiden, weil die Sachen sind natürlich beide kaputt, ne? Beschädigte Kleidung. Dementsprechend dauert es umso länger. Je besser die Stimmung von denen ist, desto schneller könnt ihr die überzeugen. Wir wollen natürlich jeden einzelnen Bonus mitnehmen. Ach, das ist gar kein Marmor, den wir hier rausbekommen. Doch, das hier schon. Das hier aber nicht. Baut gefälligst den Knast zuerst. Oh, Mol, was ist mit dir los? Bäume verwüstet. Du bist auch gerade selber dran, ne? Ja, mein Gott. Kannst du nochmal bekehren? Leider noch nicht ganz. Das dauert halt so lange. Das dauert so lange. Du bist aber ganz schön voreingenommen. Warum? Ach so, vorangekommen. Ja, genau das hast du geschrieben. Ne? Du bist ganz schön voreingenommen. Ja, ich bin ganz schön vorangekommen. Wir müssen aber auch sowieso alles annehmen, Adi-chan. Also das ergibt sich quasi aus dem Zusammenhang. Ich krieg sehr viele Points wieder geschenkt. Weil wir halt jede Quest annehmen müssen. Ertappt, genau. Wenn ich einen Porn, ein Organ... Oh. Das ist nicht gut, ne? Du wirst auf jeden Fall angegriffen werden. So, wenn ich einem Porn ein Organ einsetze, bekomme ich dann das Original von dem... Nee, bekommst du nicht. Das wird quasi weggeschmissen. Hallo, Lightning? Dann müsstest du das erst entnehmen, das Organ. Und meistens willst du das ja ersetzen, weil es halt... Wie soll ich sagen? Kaputt ist. Oder es kann auch natürlich sein, dass du ein bionisches einsetzen willst, um das halt ein besseres... um besseres einzusetzen, dann müsstest du das Organ erst entfernen und dann das neue einsetzen. Das ist aber nicht immer zu empfehlen. Ne? Je nachdem, wenn das eine Leber ist oder wenn das ein Herz ist, dann ist natürlich tot danach. Aber das geht theoretisch schon. Ne? Wenn das jetzt irgendwie eine Lunge ist oder eine, keine Ahnung, eine Niere oder sowas, dann geht es. Dann kannst du das erst entfernen, dann bekommst du das Organ und dann kannst du ein neues einsetzen. Gleich bin ich frei. Ja, gleich bist du vor allem tot. Oder die Leitung knallt durch. Hm. Küche brennt ab. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich weiß. Was machen wir denn jetzt mit dir, Maul? Du bist natürlich jetzt schon so stark angeschlagen. Ich müsste wahrscheinlich nochmal ein bisschen draufprügeln. Wer ist denn hier einigermaßen gut im Nahkampf, Red? Red und Bofoja, du bist, glaube ich, auch ganz gut im Nahkampf. Ich würde euch bitten, dass ihr keinen Totschlag hier, ne? Das wäre mir tatsächlich sehr recht. Das wird wieder eine komplette Katastrophe werden. Genauso ist beim letzten Mal der Chat gestorben. Und ich hatte einen Pawn, der, ja, das war quasi der Chat. Der wurde einfach totgeprügelt von unserem Raffo. Okay, hat's überlebt, alles gut. Ist noch alles dran, Maul? Alles noch dran, alles gar kein Problem. So, Invisible ruht sich aus. Geht ihr mal bitte retten. Dankeschön, ihr beiden. Ja, ich freue mich, dass ihr euch bemüht habt, dass keiner gestorben ist. Sperr ihn ein. Nee, nee. Er kann ja nichts dafür. Er ist einfach noch verblendet, ne? Er hat die falsche Ideologie. Ich brauche aber biologische Organe. Frag nicht, wozu. Also, wie gesagt, du kannst das Organ halt vorher entfernen. Wenn du es ersetzt, dann kriegst du es nicht wieder. Nee. Dann, das geht nicht. Du kannst höchstens das Organ erst entfernen und dann neu einsetzen. Das sind halt dann zwei Operationen. Brauchst natürlich dann auch doppelt so viele Medizin dafür. Aber gehen tut das theoretisch schon. So, langsam aber sicher kommen auch die Steine dann hier raus. Wir legen, glaube ich, hier oben einfach mal ein bisschen Granitboden rein. Ich glaube, bei Böden ist das sogar fast egal. Da muss man gar keinen Marmor nehmen. Soll ich also dementsprechend, könnte ich mir das sparen.
So, vielleicht. Meinetwegen können wir das hier drüben auch schon mal machen. Wir haben ja ein paar Granitbrocken. Aber wichtiger wäre mir tatsächlich der Knast hier unten. Aber ich glaube, es mangelt auch gerade an Holz, ne? Wir sollten mal die Waffe reintragen. Dann schauen wir doch einfach mal, dass wir, wenn du den behandelt hast, ein paar Bäume umhacken. Das müsste auch Invisible leider machen. Ich muss da mal kurz ein bisschen manuell nachhaken, sonst dauert das alles ewig. Da ist was essen. Meinetwegen. Wir geben ihr als einzige die normalen Mahlzeiten. Verdirbt in 10 Stunden, das kannst du mal kurz umräumen. Ne, wir geben ihr die als einzige, weil sie halt der Priester hier ist. Dementsprechend hat sie viel höhere Erwartungen als der Rest. Und das wiederum führt dazu, dass sie halt bessere Nahrung braucht. Ansonsten dreht ihr uns ständig durch. Ist alles nicht so einfach. So, dann geh mal bitte hier rüber. Füttert Mole, das kann jemand anderes machen. Du kannst hier mal ein bisschen Bäume hacken. Das hier muss sowieso raus. Und das hier noch. Das müsste eigentlich reichen dafür. Gleich ist auch die Maisernte fertig. Also doch wieder nach freiwilligen Organspendern Ausschau halten. Wahrscheinlich schon, ja. Würde ich dir empfehlen. Du kannst theoretisch gesehen natürlich auch, cool, du brauchst ja biologische, dann geht's gar nicht, nee. Du kannst ja die Organe künstlich erstellen, aber dann solltest du nach Organspendern Ausschau halten. Wie lange brauche ich noch für die Quest? 6 Tage. Wir nehmen wahrscheinlich den Revolver, oder? Was meint er? Ich denke schon. Ich denke, ich werde den Revolver nehmen. Es sind auch nochmal 600 Silber dabei. Ist ja auch nicht verkehrt. Nicht wegtragen, das Ganze. Das muss sowieso hier verbaut werden. Ausruhen musst du dich auch noch nicht unbedingt, würde ich sagen. Du kannst durchaus nochmal ein paar mehr Bäume umhacken. Die sind sowieso alle im Weg hier vorne. Langfristig wird man da sowieso nur die Turbine zuwachsen mit. Dementsprechend alles weg. Alles wegreißen. What? Macht der Lightning einfach mal einen Siedler neidisch, weil er damit seine Überlebensration angelaufen kommt und wir die ganze Zeit nur diese komische Paste essen? Verschmutzt, ich muss hier drin auch nochmal durchwischen. So, inzwischen darfst du dich, glaube ich, ins Bett legen. Hast genug Holz gehackt, danke dir. So, die Besucher verlassen. Ja, das ist okay, ne? Mit denen hätte ich wahrscheinlich handeln können, aber die hätten so wahrscheinlich sowieso noch ein paar Überlebensrationen oder so gehabt. Das ist komplett okay. Da wird wieder genäht. Die Zeit vergeht, ich hüpfe mal ins Bett. Gute Nacht. Schlaf schön, Viol. Gute Nacht dir. Und danke fürs Dabeisein. So. Sogar schon mit Böden hier oben drin. Wir sollten eigentlich erstmal das hier machen. Das würde. Oh mein Gott. Ja, du hattest tatsächlich recht. Und du brennst vor allen Dingen. Ja, dein Plan ist nur so semi-gut aufgegangen. Dein Plan ist nur so semi-gut aufgegangen. Wollt ihr die kurz löschen allesamt? Oder wie ist das? Feuer. Das Auge verbrannt, oder was? Brennung am Kopf. Hm. Wenigstens haben wir dich bald glaubenstechnisch überzeugt. Wobei, wir sind erst bei 50%. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn du mal so einen Glaubenszusammenbruch hättest. Das würde uns enorm helfen. Das können wir jetzt schon mal zum Knast verwandeln. Das hier gleich auch, sobald die Wand steht. Dann können wir endlich die Quest annehmen. 15 Tage lang ist halt auch ganz schön viel Holz. Mal wieder. Ach, geh, mach doch erstmal die Wand fertig. Komm, Jasmin, wo bist du rum? Meditiert. Hör mal auf zu meditieren. Nee, nicht mit Holz bewaffnen, die Wand bauen, bitte. Super. Tedium greift an. Klasse. Sie greifen sofort an. Mhm. Kyoto und Ralsa. Haben wir die Fallen aufgebaut? Ja, ne? Müsste passen. Super. Dann packen wir uns hier mal die beiden Gefangenen rein. Die holen wir natürlich dann gleich erst, sobald der Angriff rum ist. Wir haben ein Nashorn geschenkt bekommen. Danke dir, Randy. Ne? Wie immer sehr, sehr großzügig von dir.
ein Raffonashorn. Wir schauen mal ganz kurz hier oben rein, ob die ganzen Tiere überhaupt noch genug zu fressen haben. Das sieht nämlich ziemlich schlecht aus. Oh Gott. Ja, das sieht ziemlich schlecht aus. Wie kann das bitte sein, dass wir hier zwei Esel drin haben? What? Die habe ich doch sofort getrennt, oder nicht? Wir müssten auf jeden Fall nochmal einen weiteren Käfig bauen. So, ein weiteres Gatter. Dann müssen wir nochmal ein bisschen aussortieren. Also eigentlich dürfte sie sich schon lange nicht mehr vermehren und sie schaffen das trotzdem irgendwie, sich ständig zu vermehren. Frag mich nicht, wie das geht. Wahrscheinlich durch den Zaun oder so. Oh ja, die Tür ist zu. Vielen Dank. Das ist super wichtig. Oh, wahrscheinlich auch schon zu spät, ne? Oh, das ist nicht gut. Wo ist denn der andere? Hier oben. Entzündet Wand aus Holz. Kann sein, dass sie jetzt noch abgelenkt werden. Ansonsten müssen wir halt kämpfen, ne? Ich schaue erstmal kurz, ob die... Der hackt sich hier durch, ne? Der greift aber die Ecke an. Dementsprechend... Zündet Wand aus Holz. Kann sein, dass sie trotzdem noch außen rumlaufen. Hast du deine Waffe? Nee, du musst dir mal dringend deine Waffe holen, bitte. Aber ansonsten eigentlich genug Schützen. Wir rufen schon mal die Leute hier oben ran. Nur für den Notfall. Ja, was habe ich mir gedacht? Der wird wahrscheinlich auch nur die Wand anzünden und dann auch da rausrennen. Also ist alles halb so wild. Das dürfte auch sofort wieder ausgehen. Dementsprechend stellen wir uns hier unten wieder auf. Da ist gerade unser Nashorn reingerannt. Hätte schlimmer sein können, alles. Maul, hast du deine Waffe inzwischen? Jawohl, ne? Jetzt. Nach hier drüben, bitte. So, Roofstar, ich grüße dich. Was ist das für eine Ideologie und eine Challenge? Du siehst das siehst du hier. Wir spielen quasi Rechte für Tiere und berauschtes Leben. Und wir spielen quasi eine Ja-Challenge. Also wir müssen zu jeder Quest Ja sagen. Bis auf jede siebte Quest. Da müssen wir immer Nein sagen. Also wir müssen quasi jede Quest annehmen. Delta Eid, ich grüße dich. Du kannst ja jetzt Heukran im Gehege anbauen. Ach, Gras wahrscheinlich. Und das Abernten verbieten. Da haben die Tiere immer zu essen. Das ist eine gute Idee, ja. Das können wir machen. So, die Natur findet einen Weg. Ich glaube auch. Wenn die Tiere sich anschließen, ist das dann ein Weibchen. Achso, ist das Weibchen schon mal trächtig? Das ist richtig. Das kann auch sein. Also, wir müssen letzten Endes zu jeder Quest Ja sagen. Raffo, merkst du selbst, ne? Okay. Aber mein Raffo, alles gut. Feuer frei. Der muss sterben, ne? Der muss sterben. Komm schon, komm schon, komm schon. Was ist eigentlich mit euch schon wieder los? Mann, ihr seid alle so langsam und so träge und so... so unbrauchbar. Gott sei Dank. Hinterher, hinterher, hinterher. Der Rest von euch schneller. Bitte laufen, 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 laufen. Der ist nämlich einer ist in die Fallen getreten. Wenn der überlebt, dann kommt ein Zapper. Das will ich nicht. Dankeschön. Jetzt haben wir noch zwei Gefangene mehr, theoretisch. Wir haben auf jeden Fall einen Haufen Rüstung. Wunderschön. Mag leider keine Frauen. Und einen Jogger. Kochen, sozial. Nicht wirklich. Armprothese. Wie sieht's hier oben aus? 8 Stunden. Mental hochsensibel. Lisandri, wieso mögt ihr alle keine Frauen? Sag mal, was ist falsch mit euch? Gutes Gedächtnis. Ja. Also, dass er das hier unten alles verweigert, ist geschenkt, ne? Kunstarbeit, wie gesagt, brauchen wir eh nicht. Tiere, Handwerk und Konstruktion ist schon recht gut, muss ich gestehen. Und gutes Gedächtnis ist halt auch eigentlich ganz gut. Dass er halt die ganzen, ne, dass sie halt alle Frauen hassen, weiß ich auch nicht, was das soll. Und der ist halt psychisch hochsensibel. Wir könnten den theoretisch zum Psywerker machen, aber dafür ist er nicht sozial genug. Also ne, zum Titelträger, dafür ist er nicht sozial genug. Denn das nützt uns nichts, wir wollen ja mit dem Imperium handeln, langfristig. Dafür brauche ich einen Ritter. Und das kann ich nicht mit ihm. Er kann nämlich nicht sozial interagieren.
Sklave wäre eine Idee. Zwei Sklaven. Das wäre eine Idee. Wir nehmen die mal beide mit. Freilassen kann ich die immer noch. Notfalls sind das halt auch Organspender. Ne, wirst du mir bestimmt nicht übel nehmen, Sonja. Da du auch gerade nach Organspender suchst, mache ich das mit deinem Kollegen hier auch mal. So. Fangen bitte. Jetzt habe ich einen neuen Knast gebaut und jetzt muss ich sofort wieder den Knast besetzen oder belegen. Das ist jetzt nicht die beste Idee. Danke dir, Randy. Vielen Dank.